Natürlich sehr beruhigend, wenn einen, wenn man Augen aufmacht, so ein Gesicht anguckt. Wo bin ich? Oder dir so ein Typ irgendwas in den Arm rammt. Du bist wach. Psycho. Na, vielleicht nicht ganz. Dein Arm wurde betäubt. Für das Tatao. Na super. Es ist mutig, im Sturm zu schwimmen, aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Wahnsinn. Ja. Danke. Du hast das Recht, mich zu töten. Aber ich habe das Recht, dich mitzunehmen. Wohin? Achso, vom Strand hierher. Ah, ich verstehe. Ich auch. Hey. Aber ist er gekifft? Feuer, der Hai und die Spinne. Ich weiß, ja, du bist Jason. Du bist ein Krieger. Und das Tatao wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen. Hört zu. Mein älterer Bruder wurde ermordet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und vier andere Freunde finden. Komm. Hilfst mir also? Ich werde dich befreien. Dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen. Wieso bewegt er sich so komisch? So. Bin ich hingekommen? Ich habe dich am Strand gefunden. Willkommen in Amanaki, Freund. Hi. Es ist wunderschön, oder nicht? Ja. Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der Vaas lebend entkommen konnte. Deine Flucht ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Hat also, dich jemand gekratzt? Das ist dein Volk. Die Insel ruft nur die Stärksten. Sie rief mich. Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich. Und sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Das ist doch schön. Die machen was her, oder nicht? Sehr hübsch, keine Frage. Ich könnte jede Frau haben, die ich wähle. Das gibt's aber selber nicht. Ist auf eine gerichtet. Auf einen. Hier. Geld für Waffen. Oh ja. Oh, du willst deinen Bruder retten, richtig? Ich hab und meine Freunde. Jemanden geschossen. Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es ein erstes Mal. Wie er sich so komisch bewegt, ey, ohne Witz. Geht gar nicht. So, können wir dann jetzt die Begrüßung starten? So, hallo an alle. Willkommen zu Far Cry 3 Folge 2. So, was? Ich kann es von dir nicht lesen. Ganz unten steht, willkommen im Dschungel. Grant Brody, das mit deinem Bruder tut mir leid. Ich weiß, wenn irgendwas gedient, sein Land ist stolz auf ihn. Jo, das bin ich. Was hab ich denn da gemacht? Hätte da mal kurz Pause machen können, wenn ihr sehen wolltet, was da so ging. Ich kann mir nur die Waffe kaufen, das ist das Problem, weil die anderen eben nicht freigeschaltet waren. Online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Ja, das stimmt wohl. Boah, sie hässlich. Dann folge mir, mein Freund. Folg du mir doch. Hier kommt die Kraft aus dem Dschungel. Ich geh vor, ich geh vor.
Gelände kennen. Jederzeit wissen, wo du bist. Vaas nutzt die Türme, um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden. Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte. Aber ja, du wirst wertvolle Informationen bekommen. Ja, die Störsender sind ganz oben. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du nimmst die gesamte Funkturm. Karte auf. Das ist noch der einfachste Funkturm. Da kommen manche, da bin ich, als ich das durchgespielt habe. Da habe ich versucht abzudrücken, ging aber nicht. Da habe ich versucht, so rüberzuziehen, um ihn trotzdem zu treffen, aber ging auch nicht. Und dann habe ich ihn komischerweise getroffen. Headshot. Also bei einem Headshot stirbt man eigentlich, soweit ich weiß. Jedenfalls, als ich das durchgespielt habe, bin ich bei manchen Funktürmen dreimal gestorben. Ja. Vor allem der Weg da hoch ist jetzt auch noch ziemlich leicht. Also da gibt's wirklich schwerere. Viel schwerere. Das muss der Funkturm sein. Ja, das will ich ja wohl meinen. Der hat eine Ausdauer, dieser Jason. Das ist unglaublich. Aber jetzt ist es noch einfach. Zweimal angeschossen, nicht getroffen. Dreimal angeschossen, nicht getroffen. Nochmal. Jetzt ohne anzuvisieren, natürlich trifft man. Ist ja wohl klar. Ja, machen wir unsere erste Kiste. Wildschwein Fetisch. Handschuhe, Munition, Geld. Ich bin jung und brauche das Geld. So, ihr seht, der Funkturm ist wirklich noch sehr, sehr einfach. Ihr seht, das habe ich immer gemacht. Ich habe das einmal durchgespielt und einmal nochmal angefangen und jetzt nochmal angefangen. Habe ich immer gemacht, immer wenn er gesagt hat, nicht runter gucken. Ich habe runter geguckt. Ich ärgere den gerne. Was soll ich denn sagen? Ja, ihr seht auch, das Spiel ist sehr realitätsnah. Allein von der Grafik her jetzt. Also das da wo der Rauch hochkommt, das ist ein Außenposten, den wir noch nicht eingenommen haben. Gibt's genug von. Ich glaube 40 oder so. So. Das da weg und das da hoch und das da rüber und dann haben wir das. Da kommen wir halt auch noch hin. Ich weiß nicht, ob es in der Folge ist, ich glaube nicht. Benutze die Seilrutsche, um schneller unten zu sein. Dann machen wir das doch direkt mal. Und ins Gesicht getreten. Der Vater? Ja, geht so. Hab's erledigt. Gut. Ja, hab ich. Zeig mir deine Karte. Nein. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Da habe ich gerade einen Schluck getrunken, da konnte ich nicht so gut bewegen, den Controller. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Hier. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Okay. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh,
Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Wie meinst du das? Was soll ich denn da tun? Hör auf deinen Instinkt. Okay. Jetzt wird Auto gefahren, meine Freunde. Ah, vom Clown. So, schnell in die modernste Karre ever. Dann nochmal aussteigen, weil ich eben auf der Karte gesehen habe, dass da noch Kisten sind. Andere Kiste ist da drüben. Ja, da ist er. So, und dann schnell wieder ins Auto. Beziehungsweise aufs Auto. Ja. Dann geht's auch los. Vroom. Natürlich bleiben wir immer auf der Straße. Insofern man das Straße nennen kann. Ich werde ab und zu mal auf die Karte gucken. Zum Beispiel jetzt, weil ich den genauen Weg nie weiß. Wie ich am schnellsten dahin komme. Da kann man ruhig mal da lang fahren. Und ich glaube, jetzt halte ich nochmal an. Oder ich wende, ja, na. Oh, das war doch geil gewendet, oder was? So, da hinten ist eine Kiste. Doch nicht. Ja, ist sie wahrscheinlich wieder in irgendeiner Höhle. In die ich wahrscheinlich nie reingehen werde. Oh, sauber gewendet. Also wirklich Respekt. Respekt an den Fahrer. Hätten wir mal hier an. Gleich hier sind auch 2, 3, 4 Kisten. Feuer. Hier war kürzlich erst jemand. So, da hat man einer Kiste vorbeigelaufen. Ja, wie gesagt, ich bin jung und brauche das Geld. Auch wenn es nur 9 Dollar sind. Besser als 5 Dollar Taschengeld. So, da kann man hochklettern. Vom Säulen. Weib. Hätte ja sein können, dass man da irgendwie gegenschießen kann. Alles ist möglich in diesem Spiel. Da raschelt's. Sind noch 120 Meter. Bis zum Ziel. Steht unten rechts neben der Karte. Wie viele Meter es noch bis zum markierten Ziel sind. Und jo, dann fahren wir mal weiter. Karte gucken. Ich muss nicht über die Brücke. Und diese Hintergrundmusik macht mir schon ein bisschen Angst. So, und da sind wir auch schon. Pflanzen und Tiere besorgen. Aber welche? Ach, das siehst du schon noch. Das Tier hast du schon mal gefunden. So, 14 Minuten. Wie lange geht denn die Folge? Ach, das war die 19 Minuten Folge. Du sagst, habe ich mich dabei, greift mich das Vieh noch an oder was? Du schaffst das. Na, geht so. Ich meine, in echt würde ich es auch nicht wirklich gerne machen wollen. Uns fehlt noch eine Wildschweinhaut, ein blaues Blatt, 2 grüne Blätter und ein rotes Blatt.
Die grünen Blätter sind, soweit ich weiß, zur Heilung. Und die blauen. Die blauen wusste ich auch mal. Auf jeden Fall fand ich die blauen cool. Und die blauen haben irgendwas, irgendein cooles Mittel hergestellt, aber ich weiß nicht mehr was. Auf jeden Fall fand ich so cool, dass ich mir gleich mal zwei davon mitnehmen musste. Ja, mitnehmen, wieso nicht? Entschuldigung, aber man darf schon mal gehen, es ist schließlich 3:30 Uhr morgens. So, dann haben wir schon mal wieder ein rotes Blatt und unten ist ja auf der Karte auch markiert, wo welche Blätter sind. Hier haben wir ein grünes Blatt, ein Pfeilwurz haben wir. So, wo die blauen Blätter sind, das wusste ich, weil mir das ein Kumpel mal erzählt hat. Also ich wusste das nicht, als ich das erste Mal gespielt habe. Au, voll auf den Stein. So, da haben wir schon mal eins. Was, wie heißt das Ding? Breeze irgendwas. Breeze Wacom oder so. Breeze Wacom oder so ähnlich, keine Ahnung. Und dann haben wir hier noch mal Seetang. Anspruchsvoller Name, Seetang. Und nein, in dem Spiel kann man nicht unbegrenzt die Luft anhalten. Irgendwann geht man dabei drauf. So, Beute, Rucksack voll, schön. Habe ich mir gedacht. So, das hat einen Wert von $1, das kann man ruhig ablegen. So, los. Das sollten genug Pflanzen sein. Jo, sollte es. Fehlt uns nur noch die eine Wildschweinhaut. Dazu muss ich aber natürlich noch was ablegen, ist richtig. Guter Vergangenheitssinnes. Ich suche mir da gerade raus, was das was am wenigsten Wert hat. Jalousie-Sonnenbrille ist cool, deswegen nehme ich lieber die schöne Muschel. Das habe ich nur aus Jux gemacht, weil das Vieh brauchte ich nicht. War, glaube ich, ein Büffel. Ich glaube, mir war langweilig. Aber das legt sich wieder. Nachher. In der nächsten Mission. Ne, in der übernächsten Mission. In der nächsten Mission wird es noch nicht so anspruchsvoll. Na, anspruchsvoll wird es eigentlich gar nicht. Es wird ein bisschen lustig, wenn die Piraten, wenn wir die Piraten überfahren werden. Das wird dann lustig, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ja, die Folge ist gleich wieder vorbei. Haben schon 18 Minuten 40. Ja. Haben wir es bald geschafft. Für diese Folge. So, wir hören doch schon das Vieh. Ist es das? Nee. Oh, oh. Ich hör's. Wo ist es? Ja, hat geholfen. Ja, Alter. Das dreckige Wildschwein hat mich fast umgenietet. Ah. Das schuldet mir ein Fell. So, ich wollte jetzt eigentlich wieder zum Auto. Weil ich doch so gerne Auto fahre, aber dann habe ich gelesen, Schnellreise, kann ich euch das ruhig mal zeigen, Schnellreise nach Amanaki. Verwendet C4 und Minen für Hinterhalte. Nö.